Haben wir noch kein Bucket voll Kupfer? Das glaube ich nicht. Molten Copper Bucket. Im Aktiv. Kann ich hier so von Hand reinkippen? Ups. Warum wurdest du nicht abgesaugt von dem Basic Importing? Bist du kaputt? Nö, bist du angeschlossen? Ja. Irgendwas ist hier faul im Staate Dänemark. Du saug mal schneller ein. So, Kupfer. Naja. Was sagt unser Fluid-Ding sagt, wir haben 3000 Mikrobuckets an Kupfer. Wir haben kein Eisen im System. Was zur Hölle läuft hier schief? Es ist alles angeschlossen. Und ich brauche hier wirklich einen Zugang. So, hallo, Zugang. Ja, die Kabel sind alle miteinander verbunden. Ist alles okay. Ah, du bist voll, weil es nur. Okay, ich muss jetzt unbedingt so ein Fluid Storage Ding bauen. Fluid. Da, da, da. Brauchen wir mehr davon. Elf, 12. Eins, zwei, drei davon. Um ein davon zu. Was fehlt da oben? Ah, das. Du bau den. Die werden jetzt reingeschmissen, werden jetzt in den Dingens da hinten reingetan, wobei er das nicht machen wird, weil noch zu viel Brot im System ist. Richtig? Wo ist Brett? Oh, ist das kein Brett im System? Das heißt doch Brett, oder? Bread. Wurden alle schon verbraten zu Toastbrot. Sehr cool. Okay, so du geh wieder zu meinem Fluid-Ding. Da. Bau den größeren davon und bau damit ein 4K Fluid. Ach du gute Güte. Haben wir das Zeug? Nein. Hätte ich gerne davon was. Und ich hätte gerne davon. Wow. Okay, wir brauchen mehr Glas. Du. Wir brauchen mehr. So. Jetzt davon. Davon zwei Stück noch. 4K. So. Ein 4K Fluid Chip. Was ein Krampf. So. Jetzt müssten wir sowohl Copper als auch Iron drin haben. Gut, haben wir jetzt einen Copper Block im System? Nein. Das heißt, das Ausgießen hier hat immer noch nicht funktioniert. Warum? Keine Ahnung. Und du hast keine. Warum zum Geier brennst du nicht? Das da ist das Feld für Brennmaterial. Hier ist das Inputfeld für Brennmaterial. Das ist Export. Das ist nicht das, was gemeint ist. Das ist das da. Oh. Ich habe den Verdacht, der Duct da oben funktioniert nur, wenn er nicht der oberste ist. Das heißt, wir müssten noch eine Reihe oben draufsetzen. Oh, immer diese Pillepalle-Sachen dazwischen. Jetzt ist das Ding kalt geworden, also nicht gut. Na gut, es brennt langsam wieder hoch. Ah, hier hat sich auch was verändert. Das war vorher so dreiviertel voll, das heißt, es wurde mindestens ein Eisenblock in der Zwischenzeit rausgeholt. Und das dauert jetzt noch, bis das Kupfer hier alles eingeschmolzen ist. Haben wir noch genug Scorched Bricks? Nö. Aber wir konnten Scorch Brit.
Bricks jetzt mit dem Ofen schneller herstellen, richtig? Gab es einen Trick? Da? Nee, nicht so. Schüssel? Nee. Nee, 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 nee. Wir konnten irgendwie das direkt herstellen. Haben wir das Handbuch noch? Scroll, scroll, scroll. Steelworking in You hieß es, okay. Das war die Geschichte. Steel, Pig Iron, Scorched Brick. Einfach nur Stein reinschmeißen. Problem. Ich denke, es wird flüssiges Scorched Brick rauskommen, oder? Testen wir einfach mal. Schlimmste, was passiert ist, wir hauen unseren neuen Fluid Chip voll mit flüssigem Scorched Brick, wenn das geht. Du geh mal raus da. Du geh mal rein da. Wenn es jetzt nicht flüssig ist, was echt komisch wäre, es wird flüssig sein. Ja, also wir werden gleich flüssiges Scorched Steinzeug im System haben. Da war es ganz kurz. Und das müssen wir jetzt gleich auch noch gießen. Ne, es ist Seared Stone. Ich will aber kein Seared Stone, sondern ich will Scorched. Da. Ach so, Sand und Kohle muss vorhanden sein. Ja, Sand. Kohle. So. Da. Sand. Kohle. Gucken wir jetzt mal. Jetzt haben wir noch eine Flüssigkeit im System, die wir gar nicht im System haben wollen. Nämlich Seared Stone. Wir brauchen bald noch einen Flüssigkeitschip, würde ich mal sagen. Gucken wir, ob es jetzt klappt. Hat irgendwas Klick gemacht. Keine Ahnung. Seared Stone, Sludged Water, Seed Oil. Nö. Müsste soweit eigentlich richtig sein. Warum klickst du die ganze Zeit, komisches Ding? Mach Kupfer hier mal weg. Wie viel verdammtes Kupfer haben wir im System? So, jetzt ticke einmal durch, ohne dass der Kupfer oben im Feld ist. Und es macht wieder Klick. Achso, weil das was rausgenommen hat vielleicht. Aber wenn du was rausnimmst, warum zeigst du mir denn hier Seared Stone an? Und vor allem, warum nur 16 Mikrobuckets da? Das ist doof. Okay, das will ich so nicht. Hör auf damit. Was passiert denn jetzt, wenn ich Seared Stone reinschmeiße? Also nochmal brenne. Oh, oder warte mal. Bricks. Kann ich Bricks reinwerfen? Da rein. Nee. Na gut. Also da bin ich auf eure Hilfe kurz angewiesen. Was musste ich da jetzt reinwerfen und was musste ich hier reintun, damit ich hier diese Scorch Bricks rausbekomme? Also entweder diese Blöcke, die man platzieren kann, oder diese kleinere Variante, die Scorch, die da. Weil ich will jetzt nicht alles von Hand oben bei dem Dingens da machen müssen. Das finde ich ein bisschen doof. Also ja, das wäre ganz schick. Das heißt, wir haben jetzt unnötige Flüssigkeiten im System. Ich wüsste auch ad hoc nicht, wie ich die da wieder rausbekomme. Also ich könnte einen Eimer hin tun. Aber die Mengen sind zu groß. Also es wird immer irgendwas übrig bleiben, was dann kleiner ist als das, was in einen Bucket passt. Ich glaube, dafür gab es auch eine Void. Also dass man dann einen Exporter, einen Fluid-Exporter baut, der in einen Void reinführt und dann wird es einfach zerstört. Oh, das Friemelkram. Hä? Das Ding verwendet 1 von 5 Flüssigkeiten und 0 Bytes für den Storage. Okay. Also wird nur die Flüssigkeitsanzahlkapazität von dem unteren Chip benutzt. Das ist freaky. Und ich brauche Toast.
Also, es klappt alles nicht so ganz wie gedacht. Aber ich hoffe mal, dass jetzt wenigstens Kupfer im System ist, also ein Kupferblock. Immer noch nicht. Was zur Hölle läuft da jetzt schief? Macht einfach nichts mehr hier. Fluid Export Bus. Die auf Maximum einstellen. Wir brauchen maximale Energie, ja. Machst trotzdem nichts. Ich hau hier mal einen Schalter hin, aber es dürfte eigentlich nichts bewirken. Weil ich die extra so eingestellt habe, dass sie nicht mit dem Schalter. Warum blinkt die das gerade schwarz? Ist das dann aus? Ja, keine Ahnung. Also es hatte zwischendurch ja funktioniert. Jetzt aber nicht mehr, warum auch immer. Es wird alles ins System gesaugt. 11 Buckets Molten Copper. Molten Copper Bucket. Die hatte ich auch eingestellt, auf jeden Fall. Molten Copper Bucket. Alles voll damit. Ist da vielleicht noch irgendein Rest drin, der nicht drin sein darf? Gucken wir. Also wenn jetzt ein Restmetall, ein anderes Metall drin gewesen wäre, was eigentlich nicht drin sein kann, weil er ja nur Kupfer exportiert, dann wäre es jetzt draußen. Nö, keine Ahnung, das Ding funktioniert auch nicht mehr. Hatte auch funktioniert, funktioniert es aber nicht mehr. Das ist doof. Einfach nur doof. Gib mir jetzt mal. Fluidax haben wir schon, ne? Servus. Das ist mir jetzt egal. Ich baue das jetzt um, sodass es funktioniert. Auch wenn es dann wieder doof aussieht. Und viel mehr Platz wegnimmt. Aber ich lasse mich da jetzt nicht unterkriegen. Du stehst falsch. So, mach da mal einen kleinen Hochgang. So, so, so. So, ihr kommt alle weg. Du kommst weg. So, dann kommt. Kann ich die einstellen, dass sie sich nicht untereinander verbinden? Anscheinend nicht. Und das macht das Ganze jetzt schon mal wieder sinnlos. Och, Menno-Spiel. Okay, du weg, du weg. Dann müssen wir es immer mit einer Abstand machen. So, so. So. Du weg, du weg. Dann kommen da ist ein Servo rein, da ist ein Servo rein. Das sind auch Fluiducts, ne? Ja, gut. Nicht, dass ich wieder mit alten Ducts rumhantiere. Da kommt ein Tank hin, da kommt ein Tank hin. Fluid-Exporter, Kabel. Kabel in die Mitte. Fluid Exporter oben drauf. Richtig hingestellt. Richtig hingestellt. Du bitte Molten Copper. Drehgrad am Rad. Warum pumpst du da jetzt kein Molten Copper rein? Es ist verbunden. Es ist alles verbunden mit dem ME-System. Das ME-System hat Strom. Wir haben inzwischen 18 Buckets drin. Ist alles okay. Ist alles verbunden. Nö, keine Ahnung. Also es liegt nicht daran, dass die ME-Exporter nicht in so ein Basin reinpumpen können. Hier ist irgendwas total kaputt. Kann ich vielleicht warte mal, wenn ich jetzt hier den Bucket reinschmeiß, was macht er dann? Nix. Können wir rausholen. Das ist doof. Es sind schon zwei Sachen, die ich nicht weiß, wie ich sie beheben soll. Also einmal das hier mit dem richtigen Einstellen von den Exportern.
was sie aber schon zigmal gemacht haben, was eigentlich funktionieren müsste. Und in die Geschichte hier mit den Scottish Bricks. Aber gut. Das ist jetzt ein bisschen frustrierend. Also, für die nächsten Folgen, das würde ich wirklich gerne irgendwie hinbekommen. Genauso wie das da. Und dann den Ofen ein bisschen höher machen und dann die restlichen beiden auch noch hier bauen. Dann weiterhin die Mauern hochziehen, damit wir schön die Abschnitte unterteilt haben. Und immer noch die beiden Fluid-Exporter. Die habe ich ja sogar schon auf Tasche. Also die einfach daran pappen und dann sagen, bitte hier Lava reinpumpen und dann war's das. Und dann kann die Kabellage weg und dann kann das hier theoretisch auch alles weg. Weil das da hinten produziert mehr als genug. Und wenn nicht, dann stellen wir einfach kurz Netherracks her und dann macht es auch genug. Dann haben wir da nämlich schön viel Platz und können dann auch nach hinten die Plattform machen, also weitermachen und nach links und überhaupt. Ja, also bis gleich.